Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind immer noch in der verrauchten Kantina von Anchorhead. Und wir haben jetzt unseren Jedi-Meister an der Seite. Beziehungsweise, ich nehme an, dass Jolin Jedi-Meister ist. Alt genug wäre er. Und ich frage mich, ob er wie Obi-Wan Kenobi ist. Ein Jedi-Meister von der Sorte, jedes Mal, wenn er in der Kneipe ist, hackt er irgendwem den Arm ab, nachdem er sich betrunken hat. Achtet mal drauf, Episode 2 und Episode 4 passiert es genauso. Obi-Wan Kenobi nimmt einen Drink und zack, liegt irgendwo ein Arm auf dem Boden. Hab ich auf Taris schon mal erwähnt, auch in diesem Let's Play, kann man gehässig sagen, ist ein Jedi-Meister, der geht in Kneipen, betrinkt sich und hackt dann anderen Leuten die Arme ab. Obi-Wan Kenobi. Ja, wunderbar. So, wir haben noch eine Person, mit der wir hier nicht gesprochen haben. Und das ist der Barkeeper. Seid erneut gegrüßt. Könnte ich euch zu einem Spielchen verführen? Hier gibt es sonst nicht gerade viele Freizeitvergnügen, die nicht auch zum Tod führen können. Das ist der falsche Charakter, mit dem ihr überhalten wollt. Wir sprechen über die Theke. Nein, ich möchte keine Karten spielen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte keine Karten spielen. Ich möchte nur hier sitzen. Kennt jemand diesen Loriot-Sketch? Was möchtest du denn, Schatz? Ich möchte nur hier sitzen und mich entspannen. In Ordnung, aber denk daran, dass es auf Tatooine nicht viele Dinge gibt, die unterhaltsam sind, ohne gleichzeitig lebensbedrohend zu sein. Kommt doch zurück, wenn ihr ein wenig Karten spielen wollt. Dankeschön. Mein Bedarf an Pazaar-Karten ist für dieses Let's Play mit gedeckt. Das ist doch langweilig, wenn ich euch nur Karten zeige. Ich weiß, Pazaar ist furchtbar beliebt. Interessanterweise auf Facebook in der KOTOR-Gruppe habe ich mal nachgefragt, viele Leute spielen gerne Pazaar. Deshalb gibt es auch eine Mod, die heißt Pazaar Online. Und damit kann man mit anderen menschlichen Leuten halt richtig Pazaar spielen. Interessant, oder? Habe ich noch nie ausprobiert, ist nichts für mich, muss ich gestehen. Ich habe lieber Abenteuer. Also, Junix Nard ist dann der Barkeeper. Wer seid ihr? Die einzigen, die sich in Junix Nards Kantina trauen, sind ewige Verlierer und Kopfgeldjäger. Ich muss euch nicht sagen, warum das keine gute Mischung ist. Bitte nicht zu viel Blastergeballere hier. Ne, da sind wir raus. Wir haben keine Blaster am Manne. Jetzt zur Zeit mit drei Jedis, wir haben nur Laserschwerter. Also keine Angst. Das könnte allerdings noch ein bisschen ekliger werden als sonst, wenn es zu einem Kampf kommen sollte. So, was haben wir denn hier noch? Ich wollte von euch mehr über Tatooine erfahren. Dafür sind Barkeeper schließlich gut. Was denn? Seid ihr auf Empfehlung eines Charka-Promoters auf diesem Planeten gekommen? Wenn ihr hier einen blühenden Außenposten erwartet habt, dann habt ihr Pech gehabt. Hier gibt es nichts als Sand. Sand und noch mehr Sand. Ein bisschen jagen vielleicht noch. Manchmal ein Rennen. Nichts, was einen kleinen Mann reich machen könnte. Tja gut, dann fragen wir mal kurz über die Jagd, weil das machen wir ja vermutlich auch noch. Ihr habt eine Lizenz, nicht wahr? Dann steht euch doch Fessers Hütte offen. Übers Jagen kann ich euch nicht mehr erzählen als das Pack dort. Und weil ihr diese Lizenz besitzt, wisst ihr auch, dass sie selbst nach Kopfgeldprämien suchen. Schließlich haben sie die Credits und Interessen, die es zu schützen gilt. Ja gut, zurück zu meinen ursprünglichen Fragen. Also, von mir aus, aber fasst euch kurz, ja? Ich habe schließlich noch andere Kunden. Nun, hat sich denn in letzter Zeit hier irgendetwas Ungewöhnliches zugetragen? Ich nehme an, ihr wollt mir eine Reaktion auf die Zerstörung von Taris aus der Nase ziehen. Das ist doch das Einzige, wovon ihr Außenweltler sprecht. Also, wenn ihr mich fragt, dann war es höchste Zeit, dass jemand der Republik so richtig auf die Füße tritt, damit sich mal was bewegt. Und die Sith haben es eben gemacht. Versteht mich nicht falsch. Die Geschichte mit den vielen Toten war natürlich entsetzlich. Aber Krieg bedeutet halt auch Umsatz. Vielleicht entschließen sie sich ja dazu, uns hier zu befestigen. Ja, klar, als ob. Tja, kennt ihr irgendwelche Geschichten von der Gegend hier? Nein.
Das war kurz. Heißt nein, dass ihr es nicht wisst oder dass ihr es mich nicht sagen wollt? Schlicht und ergreifend nein. Ich will keinen Ärger. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr mit den Leuten schon selber sprechen. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht. Naja, also doch, da wäre noch was. Also, von mir aus, aber fasst euch kurz, ja? Ich habe schließlich noch andere Kunden. Ja, apropos Kunden, was verkauft ihr denn? Die Cherker Corporation sorgt sich nur um ihre eigenen Geschäfte. Mein Angebot ist beschränkt. Ach ja, sieh mal an. Also Medikits hat er aber. Und Sicherheit, so ein botanischer Chuka? Was bist du denn? So eine Art Betäubungsstab, aber mit Angriffsbonus. Diese überaus effektive Waffe ist botanischen Eliteeinheiten vorbehalten. In einigen Systemen ist bereits der Besitz eines botanischen Chukas ein Hinrichtungsgrund. Ach was. Die schweren Energiezellen machen den Gebrauch in der Nebenhand unmöglich. Ja. Ja gut, also Gegner betäuben ist an sich schon nicht schlecht. Aber zu welchem Ende? Ich meine, letztendlich, wenn jemand unseren Gegner betäubt, können wir dann mehr Schaden anrichten. Der ist nicht teuer, ich nehme ihn mal mit. Dann haben wir hier ein Graf-Armee-Messer. Schaden 2 bis 11, aber scharf. Guckt mal, 19 bis 20. Angriffsbonus plus 1. Diese von der dunklen Seite verdorbene Waffe der Graf steht modernen Vibroklingen nichts nach. Nicht zuletzt wegen ihrer undurchdringlichen Anti-Laser-Beschichtung ist diese Waffe sogar bei den Jedi gefürchtet. Oh, und da die auch so gut wie nichts kostet, nehmen wir mal mit. Botanischer Somnator. Hier gibt es viele Botan-Waffen. Energie 2 bis 5 ist nicht zu stark, aber scharf. Und betäuben, Nebenhand und Angriffsbonus. Ein bewusstloser Gegner ist ein guter Gegner. Die Botaner lieben diese Waffe. Na, 1000, komm. Schad nix. Mandalorianische Blaster kennen wir zuhauf. Schallblaster eigentlich auch. Pfeifer, ja, ich erinnere mich. Stabilisatorhandschuhe haben wir doch schon, oder nicht? Ich glaube nicht. Diese Handschuhe sind ziemlich steif und erschweren dadurch den Umgang mit flüchtigen Substanzen enorm. Der Benutzer benötigt Grundkenntnisse im Sprengstoffeinsatz, um die Handschuhe nutzen zu können. Und ein verbessertes Tarnsystem, Tarnung 4. Die Weiterentwicklung des Tarnfeldgenerators ist sehr teuer. Feindliche Einheiten sehen den Getarnten erst nach einem erfolgreichen Bewusstseinscheck gegen dessen Tarnfähigkeit plus 4. Das Gerät kann nur von Charakteren mit der Fähigkeit Tarnung eingesetzt werden und Kampfhandlungen stören das Tarnfeld. Das ist durchaus was für uns. Ein Servoverschluss. Wir haben schon so viele von diesen Dingern. Ich kaufe den mal nicht. Obwohl, was soll's. Komm her. Dann haben wir es. Falls wir noch mehr Schusswaffen bekommen. Aber wir haben einfach durch die Mods schon so viele davon bekommen. Okay, ja, haben wir doch wieder ein paar nette Dinge gefunden. Botanischer Somnator, bliblablub. Verbessertes Tarnsystem, genau, das wollte ich nachgucken. Was haben wir denn jetzt? Schalldämmungsgerät haben wir jetzt. Und das verbesserte Tarnsystem ist besser. Das hält uns besser getarnt. Dann sind unsere Tarnfähigkeiten schon auf Gesamtrang 23. Das ist nicht schlecht. Da können wir gut schleichen jetzt mittlerweile. Gut, gehen wir mal wieder aus der Kantine raus. Und wir sind ja vorhin schon an dem Swoop-Büro vorbeigekommen. Und ich würde mal vorschlagen, da begeben wir uns jetzt nochmal kurz hin. Denn wir haben ja jetzt einen Anhaltspunkt auf die Swoop-Rennen bekommen. Wir haben einen Rennfahrer gerade getroffen. Und der hat uns was erzählt und schauen wir einfach mal rein. Vielleicht verdienen wir noch ein bisschen Geld. Und Geld ist immer gut. In welcher Richtung wäre das jetzt? Ja, doch, ist die richtige Richtung. Geld ist immer gut, weil wir wollen ja noch viele Dinge kaufen.
Obwohl er sich der Gruppe angeschlossen hat, ist Julie ein rätselhafter Zeitgenosse. Vielleicht solltest du ihn fragen, warum er mit dir kommt. Das hatten wir doch neulich erst. Na, jetzt ist er aber gesprächig. Also, Julie. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Naja, ihr habt mir nie wirklich verraten, warum ihr euch dazu entschieden habt, mich zu begleiten. Ach, nicht? Ihr wisst, dass ich euch... Wollt ihr mir in Zukunft auch immer so ausweichend antworten? Wie bitte? Ich? Du hast wohl noch nie eine Twi'lek-Tänzerin angefasst, nachdem du zu viel ondaranischen Willek-Sirup erwischt hattest, was? Was? Wie dem auch sei. Ich sagte bereits, warum ich hier weg will. Ich habe auf Kashyyyk alles gesehen. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Okay, ich glaub euch aber nicht so richtig. Oder ihr kamt mir eigentlich recht glücklich vor. Ich lebe hier in einem Baumstumpf und du willst mir erzählen, dass ich glücklich bin? Ich habe mich schon über Besucher gefreut. Wie viele Bäume findest du interessant, bis du erkennst, dass sie dich langweilen? Ich wette, dass du es nicht länger als 15 Minuten in einem Raum aushältst und dann noch diese Biester in den Schatten landen. Nein, ich brauche dringend Abwechslung. Ist das denn so schwer zu verstehen? Das macht beinahe Sinn, aber warum ich? Naja, also nein, ich schätze nicht. Und? War das so schwer? Ein alter Mann hat das Recht auf eine gewisse Verschrobenheit. Schön, dass du das einsiehst. Zugegeben, trotz aller Nachteile, ich mochte Kashyyyk. Aber als du aufgetaucht bist und ich erkannte, welche Zukunft du hast, musste ich mich einfach einmischen. Aha, welche Zukunft? Das ist ja interessant. Ihr kennt meine Bestimmung? Natürlich nicht. Hast du mir nicht zugehört? Ich sehe, dass du eine große Zukunft hast. Aber die Details sind alles andere als klar. Ehrlich gesagt ist alles an dir seltsam. Als ob mir meine Augen einen Streich spielen. Irgendein düsteres Geheimnis umgibt dich. Aber, pah, mein Gewäsch interessiert dich ja doch nicht. Vermutlich bist du es leid, dass dir altkluge Jedi kluge Tipps mit auf den Weg geben. Eine große Bestimmung, na hoffentlich nicht wie von dem Jedi, von dem er uns das letzte Mal erzählt hat, der seine Bestimmung in dem Triebwerk eines großen Piratenschiffs gefunden hat. Er hat es zwar kaputt gemacht, aber ist dabei selber draufgegangen. Nein, erzählt mir ruhig mehr von dem, was er seht. Dein Schicksal erfüllt sich so oder so, glaub mir. Manchmal ist es besser, wenn man nicht allzu viel darüber weiß. Ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen. Du erinnerst mich an Nomi. Und das will was heißen. Nomi? Wer ist Nomi? Doch nicht etwa Nomi Sunrider aus den Tales of the Jedi Comics, auf denen dieses Spiel auch basiert, die alte Republik sozusagen ins Leben gerufen haben oder ihr Leben eingehaucht haben und deren Geschichte jetzt Hintergrundgeschichte dieses Spiels bildet, noch vor den Mandalorianischen Kriegen. Falls ihr die noch nicht kennt, ne, die Tales of the Jedi Comics, großartig, gehören zu den besten Comics, die ich generell je gelesen habe, könnt ihr auf meiner Homepage kurz eine Zusammenfassung lesen, worum es geht, ohne zu viel gespoilert zu werden. Könnt ein bisschen Hintergrund über die Veröffentlichung von den Comics erfahren. Ich habe da was Kurzes zusammengeschrieben, ja, auch über andere Star Wars Comics. Sehr gerne euch informieren, und falls euch die in der Sammlung fehlt und ihr seid interessiert, dann könnt ihr die da auch in meinem Shop bestellen. Auf ben-stormrider.jimdo.com. Herzlich willkommen. Und jetzt interessiert uns, welche Nomi meint ihr denn? Nomi Sunrider? Nomi Sunrider. Oh. Sie kam erst spät mit der Macht in Berührung, genau wie du. Und sie war eine der größten Jedi aller Zeiten. Wir werden sehen, ob du denselben Pfad einschlägst.
Wenn du hier aber noch länger mit einem alten Mann deine Zeit verschwendest, kommen wir nicht weiter. Na gut, ich schätze, das ist der Fall. Moment mal. Also begleitet ihr mich als eine Art Beobachter, weil ihr wissen wollt, was meine Bestimmung ist? Unsinn. Habe ich mich jemals geweigert, dir zu helfen? Wie verwirrt kann ein Mensch eigentlich sein? Ach, und noch was. Diese kleine Eskapade erinnert mich an meine Abenteuer vor dem Krieg. Ach, das waren wirklich aufregende Zeiten. Oder sagen wir, sie würde mich an die alten Zeiten erinnern, wenn wir hier nicht dumm rumstehen würden. Du bist zu jung für dieses Geschwätz. Okay, und ein neuer Tagebucheintrag. Also das ist es. Julie hat gesehen, dass wir eine große Bestimmung haben. Allerdings weiß er nicht genau, in welche Richtung die geht. Und er hat sich sozusagen verpflichtet gefühlt, uns zu begleiten. Deswegen kommt er mit uns. Du hast Julie mit Fragen gelöchert, um herauszufinden, warum er dich begleiten will. Schließlich erwähnte er seine Abenteuer. Vielleicht erzählt er ihr später mehr darüber, wenn du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast. Na, vielleicht erzählt er uns auch gleich darüber, wir probieren es mal. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Weil offenbar hat er eine Menge Redebedarf. Oder vielleicht auch nicht. Was wisst ihr über Tatooine? Tja, wenn man nicht gerade abgeschlachtet oder versklavt wird, ist Tatooine wirklich ein schönes Plätzchen. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Los, gehen wir. Na gut, da wissen wir Bescheid. Oh, alles klar. Spielen wir mit dem alten Narren. Der Kerl ist senil und vergisst sowieso alles, was ich sage. Warte, wie war das gleich? Gut, also eigentlich waren wir auf dem Weg ins Ruhbüro, das ist die Kantine, da kommen wir gerade her, dass ich da hinten befinde. Wie verwirrt kann man eigentlich sein, sagt er noch, und dann gehen wir auch noch in die falsche Richtung. Gut, das Wu-Büro befand sich gerade hier. Da ist noch ein Bürger. Sandleute haben meine Feuchtigkeitsfarm zerstört. Und was macht die Chaka dagegen? Nichts. Ein Feuchtfarmer. Dass es überhaupt Feuchtigkeit gibt, wundert mich. So, dann wollen wir mal ins Wu-Büro. Und das sieht so aus, als würden wir in dieser Folge da drin nichts mehr geschissen kriegen. Aber dann halt in der nächsten. Wir haben hier zumindest die Rennfahrer schon mal aufgereiht. Yukaril, Yukalaka. Ist das ein Verwandter von Yukalaka? Das ist doch interessant. Motta der Hutte. Zoris. Ein Swoop-Pilot. Generell hier Swoop-Pilot. Ich sollte auf Taris fahren. Aber ich habe das Qualifikationsrennen vermasselt. Nachträglich kann man sagen, ich habe Glück gehabt. Aber wirklich Schwein, mein Freund. Aber richtig viel Glück. So, wen haben wir da? Ein Streckenkoordinator. Ein Swoop-Groupie. Ich liebe es, den Rennen zuzusehen. Naja, sonst gibt es hier ja auch nicht viel zu tun. Das stimmt wohl. Tut mir leid, der Pister ist für Mottas Piloten reserviert. Bezahlte Instandhaltung, also hat er das Sagen. Rede erste Mal mit Motta. Erste Mal. Dann sehen wir weiter. Gut, gut, machen wir das so. Reden wir mit Motta dem Hutten. Aber vielleicht tun wir das erst in der nächsten Folge. Oh, können wir die Kiste da plündern? Nee, leider nicht. Okay, die nächste Folge widmen wir uns dem Swoop-Rennen tatsächlich und den Swoop-Piloten da drumrum. Tja. Und das ist vermutlich dann die letzte Station, die wir hier überhaupt noch haben in der Stadt Angkorhead. Und danach müssen wir raus in die Wüste, liebe Freunde. Und dann gibt's endlich wieder ein bisschen Action. Aber wir wollen ja auch mit den Leuten interagieren, das gehört einfach zum Spiel dazu. Ich, ehrlich gesagt, genieße ich die Gespräche, die sind einfach richtig gut gemacht. Wir kriegen eine Menge Hintergrundwissen und es ist nun mal ein Rollenspiel. Und das besteht auch aus Gesprächen und nicht nur daraus, auf irgendwelche Viecher drauf zu kloppen, bis man umkippt.
Ne? Deshalb mag ich auch diese Online-Rollenspiele nicht, wo du deinen Auftrag kriegst, erlege 50 Wombratten und danach erledige 100 Wombratten und danach erledige 100 Kreidrachen, weiß ich nicht. Das ist nichts für mich. Ich mag einfach Geschichten. Ohne Geschichten ist es für mich kein richtiges Spiel. Oder jedenfalls nicht das Richtige für mich. Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir die Geschichten ein bisschen weiter ausrollen und spinnen. Euer Ben Stormrider. Bis dahin. Tschüss.